19.3, hier sind meine Tipps. Wir haben Double Unders und Snatches. Wir haben eine Tiebreak-Zeit nach den 70 Kilo Snatches. Es ist also extrem wichtig, so schnell wie möglich durch die 70 Kilo zu kommen. Ihr habt jeweils 50 Double Unders vor den Snatches. Versucht da ruhig zu bleiben. In den späteren Runden werden sowieso die Gewichte gewechselt, währenddem ihr Double Unders macht. Ihr seid also nicht wirklich im Stress. Bei den Snatches extrem wichtig, macht saubere Wiederholungen von Beginn an. Normalerweise wird die Technik nicht wirklich besser, wenn ihr müde seid. Versucht wirklich tight zu sein mit eurer Technik. Wenn ihr zu den 90 Kilo kommt, müsst ihr wirklich smart sein. Versucht keine Fails zu haben und versucht erst wirklich in den letzten 30 Sekunden voll zu pushen.